die Südbahnstrecke der österreichischen Bundesbahnen. Sie schafft die wichtige Verbindung zwischen Österreich und den Ländern Italien, Slowenien und Kroatien. Der Übergang vom oberen Murtal in der Steiermark ins Klagenfurter Becken erfolgt über den Neumarkter Sattel. Eine typisch alpine Strecke mit den entsprechenden Steigungen und engen Gleisbögen. Der ca. 4 Kilometer lange Abschnitt ist schon seit einiger Zeit eine Langsamfahrstelle. Schadhafte Holzschwellen, eine um 35 mm vergrößerte Spurweite und mangelhafte Schienen sind Faktoren, die hier eine Gleissanierung erforderlich machen. Die wichtigsten Ziele des Projekts sind die komplette Sanierung des Unterbaus, die Bettungsreinigung der Stellen mit felsigem Untergrund und schließlich der Einbau des neuen Gleises. Der gesamte Verkehr muss in dieser Zeit am Nebengleis ungestört weitergeführt werden. Vorgaben, die nur durch eine vollmechanisierte Arbeitsweise mit modernen Gleisbaumaschinen erfüllt werden können. Die Effizienz jeder Baustelle steht und fällt mit der Qualität der Planung im Vorfeld. Es geht um Materialmengen, Einsatzpläne für Maschinen und Mitarbeiter, Koordination der Baufirmen und der zuständigen Stellen bei den Bahnbetreibern. Die erforderlichen Daten und Fakten stammen aus geologischen Gutachten, Begehungen und werden mit Hilfe von Messfahrzeugen wie hier im Oberbaumesswagen EM250 der ÖBB gewonnen. Der Beginn der Bauarbeiten auf der Strecke. Zur Vorbereitung wird der an den Oberbau angrenzende Pflanzenwuchs abgeschnitten. Es werden neue Kabelschächte verlegt, die Drainage hergestellt und die Fundamente für Lärmschutzmaßnahmen vorbereitet. Der erste eigentliche Arbeitsschritt besteht in der Sanierung des Unterbaus. Hier werden der Bettungsschotter und das alte Planungsmaterial vollständig entfernt. Danach erfolgt die Verlegung des Geotextils mit leichter Querneigung zur Optimierung der Drainage. Abschließend wird die neue Planumschutzschicht und der Bettungsschotter eingebracht. Die Unterbausanierungsmaschine AHM 800R zeigt hier ihre ganze Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Sie übernimmt sämtliche Arbeitsvorgänge vom Aushub des alten Materials über das Recycling bis zum perfekten Einbau der neuen Planumschutzschicht inklusive Geotextil. Zwei Räumketten stehen zur Verfügung. Mit der ersten wird der wiederverwertbare Schotter ausgehoben. Die zweite Kette übernimmt den Aushub des restlichen Materials. Der wiederverwertbare Schotter wird über Förderbänder weitergeleitet und kommt zur Zerkleinerung in die Brechanlage. Von hier geht es weiter zum Mischer, wo er gemeinsam mit neuem Planungsmaterial und Wasser zur Herstellung des Sand-Kies-Gemisches für die neue Planungsschutzschicht verwendet wird. Nach dem Aushub erfolgt die Glättung der Unterbaukrone. Unmittelbar danach bereits die Verlegung des Geotextils und das Einbringen des neuen Planungsmaterials. Um den besten Verdichtungsgrad zu sichern, wird der Wassergehalt des Gemisches laufend kontrolliert und reguliert. Großflächige Plattenverdichter planieren und verdichten das Sand-Kies-Gemisch schließlich auf das erforderliche Maß. Der Einbau des neuen Planums ist jetzt abgeschlossen. Sämtliche Forderungen an eine perfekte Planumschutzschicht werden erfüllt und das ohne den Abtrag des Gleises und bei aufrechtem Verkehr auf dem Nebengleis. Auf unserer Strecke liegt der Bettungsschotter teilweise auf felsigem Untergrund. In diesen Abschnitten wird anstelle der Unterbausanierung eine Bettungsreinigung durchgeführt.
Eine verminderte Tragfähigkeit und ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt, der sich wiederum nachteilig vor allem auf Holzschwellen auswirkt. Das sind die grundsätzlichen Probleme, die ein verschmutztes Schotterbett verursacht. Mit modernen Bettungsreinigungsmaschinen lassen sich diese Probleme effektiv und wirtschaftlich lösen. Bei der hier eingesetzten RM80 handelt es sich um eine bewährte Maschine, die seit Jahren zuverlässig arbeitet. Die Räumkette entfernt den verschmutzten Schotter. Entscheidend dabei ist die exakte Führung der Kette mit Hilfe des Querbalkens. Der verschmutzte Schotter gelangt zur mehrstufigen Siebanlage. Der so gereinigte Schotter besitzt in wesentlichen Punkten sogar eine höhere Qualität als Neuschotter. Zudem ist er kostengünstiger. Die Rückführung des Schotters erfolgt hinter der Aushubkette. Zurück zum Abschnitt mit der neuen Planumschutzschicht. Hier wird nun der Neuschotter eingebracht. Da der Aufbau des Schotterbetts in mehreren Stufen erfolgt, wird bereits jetzt ein erster Stopfvorgang durchgeführt. Dieser dient primär zur Verdichtung der untersten Schotterschicht. Sekundär ist er aber auch für den Einsatz der nachfolgenden Maschinen hilfreich. Dazu kommt ein mechanisierter Durcharbeitungszug oder kurz NDZ auf die Strecke. Die Spitze des hier arbeitenden NDZ bildet ein Stopfexpress 093X, eine kontinuierlich arbeitende Dreischwellenstopfmaschine. Zur Profilierung des Schotters folgt ein Schotterpflug der Type SSP 110 SW. Den Abschluss bildet ein dynamischer Gleichstabilisator DGS 62N zur Verdichtung der untersten Schotterschicht. Als dritter großer Arbeitsvorgang folgt nun der Gleisumbau. Die alten Schienen und Schwellen werden entfernt, neue Schienen und Schwellen verlegt. Die neu angelieferten Schienen werden mittels einer speziellen Abladeeinrichtung neben dem Gleis abgelegt. Die neuen Schienen werden dabei schon vor dem Abladen durch Schienenlaschen provisorisch verbunden. Im nächsten Arbeitsgang wird das gesamte Kleineisen gelöst und mit einem Magnetsammler aufgenommen. Vor dem Einsatz des Umbauzuges werden hier die alten Schienen aufgeladen und abtransportiert. Die dritte wesentliche Aufgabe im Rahmen der Gleissanierung, wie sie in diesem Fall durchgeführt wird, besteht in der Verlegung der neuen Schwellen und Schienen. Umbauzüge moderner Bauart erledigen diesen Arbeitsschritt im Sinne einer optimal koordinierten Fließbandarbeit. Wie hier deutlich zu sehen, nimmt die Maschine zunächst die bereitgelegten Neuschienen auf. Danach erfolgt der Ausbau der Altschwellen. Unmittelbar hinter der Raupe arbeiten bereits eine Aushubkette und eine Planiereinrichtung, die für die notwendige Schotterabsenkung und ein optimales Schwellenauflager sorgen. Jetzt werden die Neuschienen auf den Schwellen positioniert. Der hintere Teil des Umbauzuges fährt bereits auf den neu verlegten Schienen.
Ein wesentliches Element des Umbauzuges ist die Transportlogistik für den Abtransport der Altschwellen und den Antransport der Neuschwellen. Diese Arbeit wird hier von zwei Portalanlagen erledigt. Vor dem Verschrauben werden die Schienen verschweißt. Hier kommt dafür eine mobile Abbrennstumpfschweißmaschine zum Einsatz. Man sieht hier die Vorbereitung der Schweißung. Die Schienen werden schließlich in die richtige Position gebracht. Dann wird der Schweißkopf darauf gesenkt. Die Schienenenden werden dabei aufgrund ihres elektrischen Widerstandes mittels hoher Stromstärke bei geringer Spannung erhitzt und bei geeigneter Temperatur verschweißt. Da kein fremder Werkstoff eingebracht wird, ist der Verlauf der Schweißung durchgehend homogen. Die Schweißung erfolgt vollautomatisch und sichert dadurch eine gleichbleibend hohe Qualität. Unmittelbar nach dem Schweißzug folgt bereits die 8-Spindel-Schraubmaschine, die Schienen vollautomatisch mit den Schwellen verbindet. Abschließend werden die Schweißstöße geschliffen. Um dem neuen Gleis die geforderte Stabilität für den Fahrbetrieb zu geben, wird nun die Neulagenstopfung durchgeführt. Dieser Prozess beginnt mit der Einbringung ergänzenden Schotters. Abschließend wird das neue Gleis durch Stopfen und Stabilisieren in der perfekten Lage fixiert. Am neu verlegten Gleis wird eine weitere Lage neuen Schotters abgeladen. Danach folgt die Durcharbeitung mit einem MDZ. Der Vorgang ist grundsätzlich derselbe wie bei der Sicherheitsstopfung. Auch die eingesetzten Maschinen sind auf dieser Baustelle ident. Vorneweg führt eine kontinuierlich arbeitende Drei-Schwellen-Stopfmaschine das Nivellieren, Richten, Heben und Stopfen des Gleises durch. Es folgt ein Schotterpflug zur Profilierung des Schotterbetts. Und schließlich ein dynamischer Gleisstabilisator, der den Schotter verdichtet und damit den Querverschiebewiderstand des Gleises erhöht. Die Neulagenstopfung erfolgt in mehreren Durchgängen. Vor der Stopfung werden die Gleiswerte mittels eines Vormessfahrzeuges EM-SAT 120 jeweils aufgemessen und an den MDZ weitergeleitet. Dieser führt den nächsten Durchgang dann auf Basis dieser Daten durch. So wird schrittweise die gewünschte Anfangsqualität erreicht. Ebenfalls im Sinne einer bestmöglichen Anfangsqualität des Gleises gehört es mittlerweile zum internationalen Standard, die Oberfläche der neuen Schienen zu schleifen. Die Neuschienenschleifung erfolgt in diesem Fall mit einer Gleis- und Weichenschleifmaschine, die mit oszillierenden Schleifsteinen arbeitet. Maschinen dieser Bauart sorgen für eine einwandfreie Fahrfläche und damit für hohen Fahrkomfort. Das Gleis ist nun für die abschließende Abnahmemessung bereit. Alle Daten werden gespeichert und stehen für die spätere Instandhaltung des Gleises zur Verfügung. Nach dieser Vermessung kann der Streckenabschnitt für den Verkehr freigegeben werden. Die hier gezeigte Strecke stellt durch enge Kurvenradien hohe Anforderungen an den Einsatz von Großmaschinen.
Wie zu sehen ist, bietet Plasse und Theurer aber auch für diese speziellen Bedingungen eine ganze Reihe von Maschinen, die eine vollmechanisierte Gleissanierung ermöglichen. Ein wesentlicher Grund für die Funktionalität und Qualität dieser Maschinen liegt in der permanenten Optimierung der verwendeten Aggregate und Baugruppen seit über 5 Jahrzehnten. Für jede Baumaßnahme stehen deshalb Lösungen bereit, die binnen kurzer Zeit zu einem präzisen Ergebnis führen und damit höchsten wirtschaftlichen Anforderungen gerecht werden. Ganz so wie bei der Gleissanierung auf einem alpinen Abschnitt der österreichischen Südbahnstrecke.